Schnibbel die Stab und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4, dem Multiplayer mit mir im Nefkara auf Morgendämmerer Vorherrschaft. Ja, ihr seht's gerade. Und wir starten doch direkt mal los. Wieder leider mit mir alleine, wieder leider. Hilfe 70. Du Bob. Peniskopf, Peniskopf. Ist das nicht lustig? Nein, ist es nicht. Wir laufen direkt mal hier ein bisschen rum. Ein bisschen leise habe ich das Spiel eingestellt. Muss man ein bisschen lauter machen. Also, ihr kriegt davon gar nichts mit. Ich probe hier nur ein bisschen rum. Alter, Alter. Leg dich doch hin. Ich bin tot. Geh weg da. Will halt hier bitte freilich und so überleben. Den knüpfe ich mir vor. Ja, solltest du. Tu nichts tun. Alter, ich krieg hier echt nur Killhilfen ab. Ich bin ja gerne euer Softie-Bimbo, der den Schaden an... Au, rechts von mir. War ja klar. Entweder mache ich nur Killhilfen oder kratz einfach ab. Ziel ist mir, eine neue PDW freizuschalten. Da gucke ich gleich mal direkt nach. Boah, sauber. Ich bin nicht mal gestorben. Konkret, krass. Alter, das PDW ist so präzise wie ein Flock. Lol. Alter, wie kann der das überleben? Will der mich eigentlich verarschen? Die Granate fliegt vor sein Gesicht. Nein, ich sterb jetzt nicht. Kann doch nicht wahr sein. Natürlich werde ich dann von dem da hinten von der Granate getötet. Weil da ja auch keiner ist. Oh, echt, PDWs sind so widerlicher Scheißdreck. Ohne Killhilfe. Na ja, klar. Ich softe mal wieder die Leute nur an. Was war mit deinem Rücken? In deinem Rücken. Voller Entzücken. Kann ich singen. Lasst uns doch das hier einnehmen. Weil die haben sonst alle Aua Flaggenpunkte. Das habe ich doch gesehen, da ist so ein ganzer Haufen drin. Mal direkt mal eine Granate reinschmeißen. Surrender, erretern. Alter, klar, Schrotflinte in mein Gesicht. In mein Gesicht. Schieß doch einfach! Niemand würde dann aufstehen! Verkackte Logik. Das ist nämlich nicht realistisch. Welcher dumme Hurensohn würde denn in dieser Situation aufstehen? Echt. Ich stehe auf! Ich bin mitten im Kugelhagel, aber ich stehe auf! Hey, keine meiner Kugeln trifft den. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Na. Ah. Die letzte hat getroffen, aber sonst eigentlich keine. Alter, die PDW macht einfach überhaupt keinen Schaden, ne? Das ist das Problem. Man sieht das immer ganz gut. Wenn ich dann die ganze Zeit auf den drauf halte, der kriegt einfach keinen Schaden, die Leute. Ich bin mal am Überlegen, die andere zu nehmen. Vielleicht hat die mehr Schaden. Nein! PDW. Luftfeuerstabilität, ja, die ist sogar noch schlechter, aber Kitze Mann, ich will halt. Ich will die doch nur anpassen. Ich will die doch nur anpassen. Habe ich denn da Neues? The fuck, wie hast du den denn bitte gemessert? Hinter mir. Klar. 3-3, 3-4. Kotzen, lol, we are winning. Ja, fick dich mit deinem Shotgun, du Downy-Kind. Ja, er hat aber recht. Shotgun ist echt Bullshit hoch 1000. Ich hab ne Shotgun.
kann nichts sehen. Dieser Wichsrauch. Dieser Wichsrauch, das kann nicht sein. Ich kann nicht mutieren. Oh, echt. Boah, Mann, echt. Ich brauche einen von euch an meiner Seite. Ohne Yoshi und Teammitglieder habe ich halt nur Bobbys. Und dann ist man halt blind. Drei Viertel der Zeit. Alter. Ja. Ich wollte nachladen und bin mit dem Finger weggerutscht. Aber dazu muss man sagen, dass die Waffe echt unpräzise ist. Toll. Wir kommen genau in dem Moment hin, wo der eh schon tot ist. Und jetzt werde ich von hinten abgeknallt. Das kann nicht wahr sein. Wo kommen die denn bitte immer her? Auf dem Radar war da nichts zu sehen. Nix. Die PDVs sind so zu spukotzen. Oh, tut man nicht alles, um alle Waffen freizuschalten, Leute. Die sind voll am Verlieren. Ach, egal. Interessiert ja eh keine Sau. Ich finde, Shotgun sollte eigentlich verboten werden. Boah, die macht gar keinen Schaden. Die sind alle so unglaublich schlecht. Will das Spiel mich verarschen? Hätte ich den nicht getötet. Alle Kugeln an die Wand geknallt und nicht einer hat den getroffen. Kann doch nicht wahr sein. Manchmal will es mich doch einfach nur flachsen, echt. Hinter uns. Wenigstens einen habe ich als Kill bekommen noch. Ich mache jetzt einfach Nigel mit Köpfen und mache PDW im Kniefeuermodus. Toll, wie du gegen mich gelaufen bist. Hinter dir. Guck doch nicht immer in dieselbe Richtung wie ich. Ja, Catch Flex. Er hat recht. Er hat recht, verflixt. Zugenäht. Aber immerhin ein paar Kills. Ja. Holen wir uns C. Kannst du mich verarschen? Aus der Entfernung triffst du den noch nie. Kill Assist. Davon habe ich auch schön viele. Mich eigentlich verarschen. Da war echt einer. Oh Mann, wir verlieren die Runde voll. Aber immerhin bin ich nicht negativ. Dreh dich um. Links. Immerhin meine Statistik noch positiv gehalten, beziehungsweise nicht negativ. Ja, unser Team echt für den Arsch. Aber keiner hat sich zu den Flaggenpunkten bewegt. Und dann muss man dem gegnerischen Team Respekt zollen, denn das hat's dann gemacht. Immerhin persönliche Verteidigung auf Rang 4 jetzt. Uhu. Ah, die müssen ein bisschen getunt werden, die Waffen. Das war eine echt kurze Runde, glaube ich. Aber egal, damit ist das Wochenende vorbei, ja. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder, wenn es wieder ist. Battlefield 4 mit mir, dem Nefkara. Ich denke auch dann wieder mit Yoshi Story. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche und natürlich noch einen restlichen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.